wunderschönen guten Tag, Freunde. Ich grüße euch. Ich hatte euch vor kurzem einen 285-Euro Gaming-PC vorgestellt. Und nein, das waren keine gebrauchten Teile von eBay gewesen, was nicht reproduzierbar ist, sondern das waren fast ausschließlich Teile von AliExpress. Außer das Gehäuse und das Netzteil. Die musste ich von Amazon kaufen, wegen den Versandkosten bei dem Gehäuse und wegen der Produktsicherheit bei dem Netzteil. Der Rest nur AliExpress, also nur vom Händler. 285 Euro. Ich verlinke euch das Video und nochmal in der Videobeschreibung für diejenigen, die sich dafür interessieren. Nun lief sogar auf dem System Battlefield bei 1080p mit soliden 70-80 FPS. Cyberpunk war grenzwertig spielbar, lief dann erst bei 720p richtig gut. Und 285 Euro in den PC, auch wenn er noch so gut aussieht, zu investieren, ist tatsächlich nicht die beste Idee. Ist es günstig? Ja. Geht es noch viel günstiger für Teile von Händler? Nein. Ist es sinnvoll? Auch nicht. Warum und was man machen kann und mit wirklich sehr wenig Geld bedeutend mehr Leistung rauszuholen, beziehungsweise was ich gemacht habe, wir theoretisieren ja selbstverständlich nicht, Freunde. Das erkläre ich euch gleich, aber zuerst kommen wir zum Sponsor von diesem Video. Das ist CDK Deals. Da bekommt ihr Keys zum Beispiel für Windows 10 Pro, für Windows 11 Pro oder aber für die verschiedenen Office-Produkte. Die haben 2016, die haben 2019. Alte Office-Produkte bekommt ihr ja heute wesentlich günstiger. Die haben aber auch Keys für die verschiedenen Games, für die verschiedenen Plattformen. Und da würde ich euch eine Auswahl in dem Falle von Microsoft-Produkten mal in der Videobeschreibung verlinken. Beispielhaft zeige ich euch wie immer Windows 10 Pro. Für die Microsoft-Produkte, da funktioniert wie immer der Gutscheincode SM20. Habe ich für dieses System speziell jetzt nicht gebraucht, denn den Key hatte ich schon vorher gekauft, als ich das System gebaut hatte. Nun habe ich ja nur Prozessor und Grafikkarte gewechselt und da konnte ich natürlich meinen alten Windows 10 Pro Key verwenden. Würde ich jetzt später vielleicht noch den Prozessor upgraden, dann könnte ich auch auf Windows 11 Pro. Das nämlich geht mit der verbauten Technik nicht. Der Prozessor ist nicht eine Prozessorliste von Microsoft, auch der aktuell von mir verbaute nicht. Und so bleibe ich halt auf Windows 10 Pro und das ist natürlich in dem Preisbereich dann einfach ein Wermutstropfen, den man hinnehmen muss. Technisch gesehen könnte ich mit meinem Windows 10 Pro Key von CDK auch auf Windows 11 upgraden. Geht halt nicht. Nicht mit dem Prozessor, Freunde. Und damit haben wir eigentlich auch gleich auch den großen Haken von diesem System wieder geklärt. Ihr müsst mich also nicht in den Kommentaren darüber aufklären, Freunde. Ich weiß, dass die alten Xeon-Prozessoren nicht Windows 11 Pro kompatibel sind. Ja, man kann es mit einem Trick installieren, davon abgesehen. Darauf gehen wir heute aber nicht ein. Im Übrigen gleich vorweg, ich werde später euch noch zeigen, dass die Keys von CDK auch funktionieren. Wir aktivieren damit ein System, allerdings nicht das, sondern ein anderes. Also mein 285 Euro PC, das ist ja jetzt hier die Basis. Ich habe so ein Bundle gekauft von AliExpress. Das Bundle kostet aktuell 65 Euro, dann haben wir 16 GB Arbeitsspeicher, DDR4 und zwar Dual Channel, also 2x8, sogar passiv gekühlt. Wir haben ein Mainboard, das ist ein China-Board, nennt sich X99P4, ist ein Spar-Mainboard, ziemlich klein, hat die Anschlüsse, die wir benötigen, ist halt auch älter, das dürfte klar sein, aber wir haben PCI Express 3x16 Slot für unsere Grafikkarte und wir haben sogar einen NVMe M2 Anschluss für eine schnelle SSD. Also im Großen Ganzen das, was wir brauchen. Da warten wir nicht viel, zumal hier noch ein Xeon E5-2680V3 dabei war. Dazu habe ich dafür ein paar Euro einen Billo-Kühler bestellt, der aber RGB hat, ne, für mehr FPS. Eine Somnambulist NVMe SSD mit 512 GB und als Grafikkarte eine Milze AMD RX 590 GME. Die kam nur in China raus, hat 83,85 gekostet. Dann eben noch ein geiles Gehäuse von Amazon, eine zu passende 57 Watt Netzteil, da kam ich auf 285 Euro in der Summe. Ja, das ist super günstig, Freunde, aber trotzdem macht das System keinen Sinn, weil man für ein paar Euro aufrüsten kann. Der 2680V3, der ist nicht schlecht. Aber für ein paar Euro mehr habe ich den 2697V4 bestellt. Ich werde im Übrigen im nächsten Video euch mal so einen kleinen Ratgeber zusammenstellen. Da schauen wir uns die Angebote bei AliExpress an. Die ganzen Bundle, die es gibt, da sind viele, viele Xeon-Bundle dabei. Und wenn man sich mit der Serie nicht auskennt, dann weiß man nicht so genau, was soll ich kaufen? Worauf kommt es an? Was ist ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis? Ihr könnt auch 400 Euro ausgeben für ein Bundle. Ihr könnt aber auch 60 Euro ausgeben für ein Bundle. Und manche Bundles sind halt gut, manche sind nicht gut. Ne, werde ich euch mal so einen kleinen Ratgeber aufzeichnen für diejenigen, die das halt gerne nachbauen möchten. Ihr müsst euch nämlich keine Bundles kaufen, ihr könnt euch auch den Arbeitsspeicher, das Mainboard und den Prozessor kaufen, was ich auch erst empfehlen würde. In meinem Fall habe ich halt den 2697V4 dazu bestellt. Der hatte das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Danach sind die Preise durch die Decke geschossen, aber der Mehrwert an Leistung hat sich einfach nicht gelohnt. Dann habe ich die 590 GME rausgeschmissen. Das war ja nur, wirklich nur das Experiment. Ich wollte so einen günstigen Gaming-Rechner wie möglich und habe eine GTX 1080 gebraucht bei eBay gekauft. Da bezahlt ihr nur ein paar Kröten mehr für den Prozessor, ihr bezahlt nur ein paar Kröten mehr für die Grafikkarte, aber ihr bekommt wesentlich mehr Leistung. So, Boys, das System ist jetzt fertig aufgebaut. Das heißt, ich habe jetzt hier den Xeon E5-2697V4 verbaut. Zusammen mit der GTX 1080. Der Rest ist exakt gleich geblieben. Und wir wollen uns jetzt auch mal anschauen, was kostet uns eigentlich der ganze Spaß an Aufpreis und was bekommen wir dann hier für eine bessere Leistung. Wir fangen mal an mit der Grafikkarte. Hier ist der Vergleich ein bisschen unfair, weil meine China-Grafikkarte, die 590 GME, neu war. Also vermutlich, so ganz nachweisen kann ich es nicht, aber die kam mir
extrem neu rüber. Wir können die mal später noch auseinanderbauen, darum geht es eigentlich heute nicht. Die hat was bei 90 Euro gekostet. Die GTX 1080, die ich jetzt hier drin verbaut habe, die können wir jetzt natürlich nur gebraucht bei eBay zum Beispiel kaufen. Es gibt auch Händlerangebote, Refurb-Seiten und so weiter. Und da sind wir hier bei 115 Euro dabei. Das ist sogar genau die gleiche, die ich auch habe, also die GameRock Premium 8 GB. Die 590 GME hat auch 8 GB, aber Freunde, die GTX 1080 ist hier wirklich eine ganze Ecke leistungsstärker. Und der Aufpreis, Freunde, wir sehen, das ist auf jeden Fall machbar, wenn man halt bedenkt, wie viel Leistung wir hier mehr rausholen können. Also hier würde ich definitiv empfehlen, ihr kauft halt nicht eine 590 GME für 90 Euro, sondern investiert halt die 115, 120 oder auch gerne 130 und holt eine 1080 oder irgendwas Adäquates von AMD, zum Beispiel eine 5600 XT oder eine 5700 XT, wobei da liegt ja schon ordentlich was drauf, aber ihr kriegt halt auch viel, viel, viel mehr Leistung. Gleiches gilt auch für den Prozessor. Ursprünglich war der 2580 V3 verbaut, jetzt haben wir den erwähnten 2695 V4. Ne, wir haben 2697 V4. Ich meine, der 2695 V4, der ist auch schon eine ganze Ecke besser. Und er kostet hier im Choice-Angebot gerade mal 72 Euro. Und da haben wir auch einen 18-Kerner mit 36 Threads. Aber mein 2697 V4 ist halt echt die beste Wahl. Auch 18-Kerner, 36 Threads. Das nützt uns nichts, wenn wir nicht Videoschnitt machen, wenn wir das Ding nicht als Server verwenden wollen. Aber der höhere Takt, auf den sind wir scharf. Deshalb ja auch meine Wahl. Der 2697 V4. Jo, und der kostet auch einfach mal 76 Euro hier bei AliExpress. Also auf jeden Fall hier die bessere Wahl, Freunde. Ich hatte aber Glück gehabt. Ich hatte meinen bei eBay gekauft. Schaut mal. Nee, das ist der 9697A. Den würde ich nicht empfehlen. Der ist nämlich abgespeckt. Die A-Version, die bei eBay hier wirklich deutlich günstiger ist, ist immer noch wesentlich besser als der 2680 V3, den ich halt vorher drin hatte. Wir bezahlen hier ein paar 60 Euro. Das Ding kommt direkt aus Deutschland. Und wir haben einen richtig nicen Performance-Boost. Hier nur mit 16 Kernen und 32 Threads. Aber wir haben hier halt 2,6 GHz Grundtakt und 3,6 im Turbo. Und das ist natürlich nice. Und wer die Zeit hat, bestellt ihn halt von AliExpress. Und jetzt hier mal, um das Ganze mal in Zahlen zu zeigen. Das hier ist Geekbench 5 mit den alten 2680 V3, 724. Wir haben also einen besseren Single-Core-Wert, weil wir ja einen höheren Takt haben. Und natürlich einen höheren Multicore-Wert, denn mehr Kerne und höherer Takt. Also für die paar Kröten mehr bekomme ich hier in Geekbench 5 ein deutlich besseres Ergebnis. Geekbench 6 genau das gleiche. Der obere Wert hier, das ist unser 2697 V4. Und hier unten, das ist der alte 2680 V3. Besserer Single-Core. Wesentlich besserer Multicore-Wert. 9600 hatten wir vorher im Multicore mit den 2680 V3. Steht ja auch nochmal. Jetzt sind wir bei 14.629. Von 9600 auf 14.600, Freunde. Für die paar Kröten Aufpreis. Nice. Und auch der wichtige Single-Core-Wert springt von 660 auf 855. Prozentual gesehen, Freunde, ist das praktisch ein Schnopper. No-Brainer. Ich habe auch mal für euch noch PC-Markt durchlaufen lassen. Das ist jetzt der aktuelle Wert. Den 2680 V3, den hatte ich ja nicht getestet. Hier, das ist jetzt der 2697 V4 mit der GTX 1080. Und da seht ihr die Werte. Ich kann die PC-Markt-Werte nicht wirklich einordnen, aber für den einen oder anderen sicherlich von höchster Interesse. Wenn man mal Windows aktivieren, das habe ich noch nicht gemacht. Wir haben ja schon am Anfang über einen Sponsor gesprochen. Habe ja einen Key schon gekauft. Ne, wie gesagt, das muss ich jetzt auch benutzen. Und ich habe den auch schon getestet mit ShowKey Plus. Ich habe jetzt den Windows 10 Pro Key getestet. Und es ist ein Windows 10 Pro OEM Key. Also könnt ihr mit Windows 10, aber auch Windows 11 aktivieren. Das müsste ja auch gehen. By the way, könnt ihr euch auch Windows 11 Pro gönnen. Auch wenn das jetzt bei mir keinen Sinn machen würde, weil es auf den System einfach mal nicht läuft. Trotzdem hier mal gezeigt, SM20 funktioniert auch hier. Und da wären wir jetzt hier bei 20,1 Euro. Das jetzt nochmal so nebenbei im Schnitt erwähnt. Müsst jetzt nicht Windows 10 Pro kaufen, nur weil ich das hier für das System ausschließe. Ich brauche. Ich werde den Key jetzt mal mit meiner Hand verdecken. Ich habe den noch gerade kopiert, weil dann spare ich mir später nämlich im Schnitt etwas Zeit. Produkt-Key ändern und einfügen und aktivieren. Ja, jetzt kann ich meine Hand auch wegnehmen. Nur, dass ich das nochmal gesehen habe. Jo, schauen wir uns mal Battlefield an. 1080p, 165 Hertz, alle Einstellungen auf Ultra. Und wir sind fast bei 100 FPS. Gehen wir mal ein bisschen, wo die Action ist. Wir bleiben bei 90 FPS, aber safe. Schon wieder der gleiche, was ist denn hier los? 100 FPS? Ich hatte sogar Peakwerte von 150 FPS. Ich kann leider nicht eine höhere Auflösung zeigen, weil ich jetzt hier nur einen 1080p Monitor habe. So, 110 FPS. Weiter stabil bei über 100 FPS.
Ich soll nochmal zeigen hier, 1920x1080, 165 Hertz. Und die Presettings hier sind auf Ultra. Und wir dümpeln so zwischen 90 und 150 FPS rum. Also ich würde sagen, wir brauchen auf jeden Fall ein anspruchsvolleres Game für diesen Monster-PC. So, wir schauen uns mal Cyberpunk an. Vom letzten Test sind die Grafikeinstellungen alle noch auf mega niedrig eingestellt. Das werden wir jetzt ändern. Außerdem funktioniert MSI Afterburner jetzt. Video hier also, HD. Da geben wir uns natürlich 1080p. Und Grafik, die machen mal die Presettings mal auf Mittel. Aber Skalierung der Auflösung deaktivieren wir natürlich. Und Benchmarken. Außerdem sehen wir jetzt ganz gut die Auslastung der einzelnen CPU-Kerne. Die haben eine recht gut verteilte Last. GPU ist bei 96%. Und ich sehe keinen einzigen CPU-Kern, der wirklich hier auf 0 ist. Wir haben eine Komplettverteilung von 53, nee, das ist hier die Temperatur, 53 Grad. Absolut entspannt. Ich denke, wir sind bei einer durchschnittlichen CPU-Last vielleicht von 40%, wenn es hochkommt. GPU hier solide bei 95-96%. Stabil, würde ich sagen. 70 FPS, wir werden jetzt gleich mal sehen, was hier die niedrigste FPS war. So, hier FPS-Drop, wirklich der niedrigste Wert, liegt bei 55 FPS. Und damit kann man noch absolut flüssig zocken. Der höchste Wert wurde gemerkt bei 84 FPS und wir hatten durchschnittlich 69. Und das bei 1080p und mittleren Grafikdetails. Cyberpunk. Hallo! Das zeigt aber auch, dass die 1080 heute echt noch was leisten kann. Natürlich nicht auf Ultra-Settings oder 4K. Aber 1080 auf mittleren, Cyberpunk, was will man mehr? So, ihr habt die Benchmarks gesehen, da habe ich einen direkten Vergleich geliefert. Ihr habt die Games gesehen, ja, zumindest Battlefield 5 und natürlich Cyberpunk. Aber nun fehlt ja da noch der Vergleich. Battlefield 5 hatten wir mit dem alten Setup, also mit den 2680 V3 und mit der 590 GME. Da hatten wir bei 1080p 120 Hz und den Grafik-Presettings High so im Schnitt 70-80 FPS. Mit dem etwas besseren Prozessor, mit der etwas besseren Grafikkarte, mit den paar Kröten mehr, die wir jetzt investiert haben, da kam ich bei 1080p 165 Hz und Ultra-Grafik-Settings auf 90 bis 150 FPS. Wirklich ein nicer Boost, Freunde. Cyberpunk, das hatten wir ja vorher mit den alten Systemen. Also mit dem 2680 V3 und mit der RX 590 GME. 1080p, niedrige Grafikdetails. Also das ist ja eigentlich schon fast das Niedrigste, was es gibt. Da hatten wir ein Minimum von 39 FPS in den hauseigenen Benchmark von Cyberpunk. Und das ist echt grenzwertig. Wir hatten einen Durchschnitt von 48 FPS. Auch kein Genuss. Deshalb sind wir auch dann damals runtergegangen auf 720p. Aber da war es schon ein Pixelmassaker, dann aber spielbar. Nun, mit den 2697 V4 und der 1080 GTX konnten wir uns schon 1080p bei mittleren Grafikdetails gönnen und hatten trotzdem die höhere Minimal-FPS von 55. Also 55 FPS war ja der Drop, habt ihr auch gesehen, was erzählt ich Ihnen hier. Und wir hatten einen Durchschnitt von 69 FPS. Also wesentlich bessere Werte bei Battlefield 5 bei besserer Grafik. Wesentlich bessere Werte bei Cyberpunk bei besserer Grafik, Freunde. Also wäre jetzt meine Empfehlung, stellt es am besten komplett zusammen, wenn ihr das halt nachbauen wollt. Bestellt also das Mainboard, bestellt den Arbeitsspeicher und bestellt den Prozessor halt extra, wenn ihr nicht ein passendes Bundle findet. Aber ich glaube, bei AliExpress gibt es kein attraktives Bundle mit den 2697 V4. Ich hoffe, ich erzähle keinen Blödsinn. Man kommt selber durcheinander, Freunde, bei den ganzen Xeon-Prozessoren. Und bestellt dann eben Minimum eine 1080 GTX bei eBay gebraucht. Ihr könnt auch eine 1080 Ti oder wenn ihr AMD-Fans seid, Freunde, die sind auch echt attraktiv, 5600 XT, 5700 XT, die können auch echt gut abziehen, Freunde. Es lohnt sich halt nicht, dann noch 10 Euro zu sparen, 20 Euro zu sparen, aber dann eben den Leistungsverlust, den wir heute halt festgestellt haben in den Games. Ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen weiterhelfen. Wenn euch das heute zu verwirrend war mit den Xeon-Prozessoren, ich verstehe das wirklich, Freunde. Da gibt es V1, V2, V3, V4 und dann 26. Es gibt ja auch noch eine 10er-Serie. Weniger Kerne, höherer Takt. Das gehen wir dann alles nochmal in einem Video durch, wenn ich Zeit dafür habe. Ich wollte ja nun noch im Urlaub, ob ich das schaffe, inwiefern, das weiß ich nicht. Aber es wird kommen. Ich verspreche es. Ich verlinke euch mal das Video zu den 285 Euro PC-Build und in der Videobeschreibung, weil da findet ihr in dem Video wiederum auch die ganzen Links zu AliExpress. Ansonsten, wie gesagt, gehen wir das dann alles nochmal durch. Ich sehe uns im nächsten Video wieder, Freunde. Wenn euch das Video weitergeholfen hat, das Ganze ist so kompliziert, Freunde, wie es sich anhört. Lasst mir einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare und falls ihr neu hier seid, abonniert meinen Kanal. Danke, bis dahin, ciao.